So, meine Freunde, Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Tropico 6. Also. Ich frage mich, Gouverneur, heiligen die Mittel die zweckmäßige Gemeinheit? Für die Unabhängigkeit lohnt sich jedes Opfer. Das stimmt, meine Liebe. Die Menschen haben sich das zu Herzen genommen und versuchen fortwährend neue Wege zu finden, um Opfer für die Sache zu bringen. Sie sind überaus einfallsreich. Bringen Sie auch ein Opfer für das Volk. Ja, Mais wieder. Nehmen wir natürlich an, weil Mais haben wir eh Fort Knox. Jetzt möchte ich mal was schauen. Nämlich Kokosnüsse. Und die gehen hier. Auf dieser Insel. Wir sollen dann auch Transporteurhafen bauen. Bis jetzt ist unsere Revolution eher wenig ruhmreich. Mit Ihrer Unterstützung, Präsidente, wird das Volk Sie jedoch erstrahlen lassen. Ja, kennen wir schon. Müssen wir noch Kaffee anbauen. Auch hier drüben. So. Okay. Ich sollte Penultimo verhaften, nur um sein Gesicht zu sehen. Ah. Okay. Gouverneur. Das Volk hat ein Anliegen. Aus Sicherheitsgründen ist es jedoch ein geheimes Anliegen. Ja, das kennen wir auch schon. Wir sollen eine Taverne bauen. Bauen wir.
So. So, mach mal Leder. Bis jetzt ist unsere Revolution eher wenig ruhmreich. Ja. Warum sollten stolze Tropikaner in Hütten leben, wenn nebenan Paläste leer stehen? Wenn unsere Bürger wahrhaft gleich sind, sollten sie mietfrei in jedem beliebigen Gebäude wohnen können. Und die Gleichesten sollten die Luxusvillen erhalten. Denkt doch nur daran, wie glücklich das Volk wäre und wie unglücklich euer Buchhalter. Perfekt für alle. Das stimmt. Erlassen wir. Und Brot für das Sind Volk. Sind Sie die ganzen ranken und schlanken Bürger leid, die nur aus Haut und Knochen bestehen? Mit doppelten Lebensmittelrationen können Sie alle glücklich machen. Außer vielleicht die reichen Magnaten, deren Geschäfte auf Knappheit setzen. Doch alle anderen werden ziemlich froh über Ihre großzügige Geste sein. Außerdem wird es Jahre dauern, bis die schädlichen Auswirkungen der chronischen Fettleibigkeit erkannt werden. Nicht wahr? Penultimo, das stimmt. Aber lassen wir auch. So. Sie haben das Richtige getan. Sprich, was auch. So. Ich frage mich, Gouverneur, heiligen die Mittel die zweckmäßige Gemeinheit? Für die Unabhängigkeit lohnt sich jedes Opfer. Das stimmt. Thank you.
So. Wir brauchen noch Hütten. Ungebildet. Okay. So. Was sagt denn die Freiheit? Mehr, Gouverneur, mehr, immer mehr. Na los, die Krone verlangt danach. Ach, okay. Ja, wie immer. Bis jetzt ist unsere Revolution eher wenig ruhmreich. Kennen wir schon. So. Oh. Nice. Ich frage mich, Gouverneur, heiligen die Mittel die Zwecke? Bis jetzt ist unsere Revolution so. Ich mache auf Schnellbau. Gouverneur, Korruption ist so massiv, wir müssen Schmiergeld zahlen, um heraus... Oh mein Gott. Ich
Ich bin die berüchtigte Revolutionärin Sofia Ortega. Und dies ist mein Krieg. Mein Volk wird unterdrückt. Die Früchte unserer Arbeit bringen uns... Aha. Viva la Revolución! Gouverneur, gemeinsam mit dem Volk werden wir alles zum Besseren wenden. Yay! Zehn Migranten. Jetzt speichere ich mal kurz. Jetzt möchte ich mal kurz nochmal frisch laden, weil die komischen Pfeile gehen was langsam auf den Keks. Ich frage mich, Gouverneur, heiligen die Mittel die zweckmäßige Gemeinheit? Für die Bauen wir doch glatt. Schön, Sie zu sehen. Bis jetzt ist unsere Revolution eher wenig ruhmreich. So. Immer noch ungebildet, okay.
So. Ich frage mich, Gouverneur, heiligen die Mittel die zweckmäßige Gemeinheit? Für. Jep, tun sie. Viva la Revolution! Gouverneur, gemeinsam mit dem Volk werden wir alles zum Besseren wenden. Das stimmt. Wie immer die Immigranten. Grausame salzige See. Sie brennt in den Lungen des jungen Penultimo. Das Gefühl ist recht unangenehm. Okay. Okay. Ich bin unheimlich froh, wieder auf einer Insel mit Backsteingebäuden und Sanitäranlagen zu sein und wieder einen Gesprächspartner zu haben, der keine Mit Matrosen, okay. Was? Ach so, Verbesserung. Gouverneur, ich habe meine ehemaligen Kokosnussfreunde erfolgreich gemolken, so gut es ging. Und ich kann noch viel mehr für euch tun. Okay. Ich sehe, dass sie mit meiner Hilfe alles werden können, was sie zu sein verdienen. Und noch mehr. Wie viel mehr, kann ich nicht sagen. Aber können Sie das Zwinkern meines Auges sehen? Es ist der Beweis dafür, dass sie große Pläne haben. Bei deren Umsetzung ich ihnen helfen werde. Nice. Warum verschwenden Sie Ihre Zeit hier? Ich sehe nur Kokosnüsse. Und ich hasse Kokosnüsse. Abscheuliche, pelzige, gluckernde Dinger. Okay. Gouverneur, wir müssen reden. Aber nicht zu laut. Die Wände haben Ohren. Und nicht zu leise, sonst können wir einander nicht hören und müssen uns wiederholen. Okay. Wir haben Gold gefunden. Die Krone wird das haben wollen. Aber sie könnten das Goldschmuck exportieren, um den Kampf für die Unabhängigkeit zu unterstützen. Ich kenne ein paar Experten für geheime Geschäfte, die vertrauenswürdig in der Nähe sind. Denken Sie darüber nach, Gouverneur. Während das Volk von der Revolution träumt. Nicht so laut, aber nicht so leise. Wir müssen ein Bergwerk besitzen mit Gold. Kein Problem. Wir müssen eine Piratenbucht bauen. Gucken, wo die ist. Und wir müssen einen Überfall mit Goldschmuggel abschließen. Wir bekommen Unterstützung. Sie schlagen sich großartig, Gouverneur. Oh, übrigens, Sie haben nicht zufällig wertvolle Metalle auf Ihren Reisen gesehen? Kein Gold? Nein? Nein. Die Berater der Krone haben eine Bestandsliste mit den Ressourcen Ihrer Insel zusammengestellt. Dieses aufwendige Gutachten weist darauf hin, dass Sie viele Bäume haben. Das stimmt. Wir sollten wohl etwas mit all diesem überschüssigen Holz anfangen, meinen Sie nicht? Vielleicht verbrennen. Jeder mag ein Lagerfeuer. Da hast du recht. Oder? Ich bitte um Nachsicht. Wir könnten etwas Profitables damit machen. Wie heißen diese dünnen Dinger? Plinken? Plonk? Wie auch immer sie heißen. Sie machen ein paar davon und exportieren sie. Die Krone bezahlt mich nicht dafür, weiter zu kennen.
Wir müssen ein Sägewerk bauen und Planken exportieren. Ja, können wir machen. Machen wir wieder kaputt. Gouverneur, Korruption ist so massiv, wir müssen Schmiergeld zahlen. Ja, kennen wir schon. Gold. Wo haben wir denn Gold? Doch hier drüben. Okay. Viva la Revolution! Gouverneur, gemeinsam mit dem Volk werden wir alles zum Besseren wenden. Die Migranten. Piratenbucht war, glaube ich. Hier. Ja, danke. Wir brauchen noch ein Sägewerk. Gouverneur, das Volk hat ein Anliegen. Aus Sicherheitsgründen ist es jedoch ein geheimes Anliegen. Okay, wir müssen einen Überfall abschließen. Beute. Okay, machen wir doch. Wir finden einfach kein Gold. Gouverneur, die Krone ist nicht erzürnt. Sie ist lediglich enttäuscht. Okay.
Oh shit. Moment. Ja, ich werde jetzt hier die Folge auch schon beenden. Vielleicht habt ihr gerade meinen Timer gehört. Ich werde jetzt hier die Folge direkt beenden. Und ich freue mich, wenn ihr am nächsten Mal wieder einschaltet. Okay, dann sehen wir uns hier zur nächsten Folge wieder. Also, bis bald. Euer Sucker.